Hallo, liebe Weltallkinder. Ich habe vorhin, vor so 20 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, das erste Mal HP konsumiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie? HP. Okay, ich bin mir noch mal sicher, wie man es ausspricht. Dafür hatte mein Freund aus so zwei hohlen Holzstöcken so ein kleines Blasrohr gebaut, wo er halt ja so zwei Stücke hatte und der hat dann halt bei den beiden Stücken so bei der Kante das Schief abgeschnitten und die dann daran aneinander geklebt, weil das Ganze wird ja nasal zu sich genommen. Allgemein die Substanz wird von der Wirkung so als erdend beschrieben und ich finde, man kann die auch so als Schaman-Tabak bezeichnen. Und ja, ich finde, das ist auf jeden Fall nicht dasselbe wie jetzt der Tabak in einer normalen Zigarette. Mein Freund hat mir das dann in die Nase gepustet, weil traditionellerweise nimmt man das zu zweit ein. Also der eine hat das Röhrchen dann so im Nasenloch und der andere pustet. Ja, das Pulver ist dann halt im Röhrchen drin. Es gibt auch so einen Applikator, wo man das sich selber reinpusten kann, aber traditionellerweise macht man das zu zweit. Man macht normalerweise zuerst das eine Nasenloch und dann das andere. Und dann hat mein Freund mir das so reingepustet. Ich weiß nicht, ich bin allgemein jemand, der nicht so gern Sachen nasal konsumiert. Das ist nicht so meins. Und ich habe dann erstmal so einen halben Tanz durch die Wohnung gemacht, weil das, es tat nicht direkt weh, aber es war schon ein unangenehmes Gefühl in der Nase. Ich weiß nicht, also es war wirklich so, dass sich meine ganze Nasenschleimhaut so voll empfindlich angefühlt hat. Und dann kam da so dieser Tabak da drauf. Und im ersten Moment wollte ich dann tatsächlich auch nicht das zweite Nasenloch, aber nach vielleicht 10 Sekunden oder vielleicht auch 15, ich weiß es nicht genau, war es wieder besser. Also nur so die ersten 5 Sekunden waren echt unangenehm für mich, weil ich da halt echt selber wirklich empfindlich bin. Dann hat mein Freund mir das ins zweite Nasenloch gepustet. Also beim zweiten Mal fand ich es dann auch nicht mehr ganz so unangenehm wie beim ersten Mal, weil ich dann ja auch schon eher wusste, was so auf mich zukommt. Währenddessen muss man halt auch die Lufttore so verschließen, damit es da eben nicht durchgepustet wird. Ja, man behält es dann in der Nase eine Zeit drin und ja, nach kurzer Zeit kann man das dann auch sich die Nase putzen. Also meine Nase hatte von selber dann auch angefangen zu laufen. Genauso wie meine Augen übrigens. Also weil mir das so in die Nase gestochen hat, sind mir dann tatsächlich Tränen gekommen. Besonders halt beim ersten Mal, beim zweiten Mal ging es dann. Dieses braune Pulver kam dann mit dem Schmodder wieder schön raus. Und ich habe mir dann so die Nase geputzt und ja, das ganze Taschentuch ist dann halt voll mit diesem braunen, lecker aussehenden Zeug. Also ja, es sieht relativ lustig aus, finde ich. Ja, den Tabak soll man auch nicht verschlucken, weil es nicht so gut für den Magen ist. Und deshalb muss man halt auch immer wieder, wenn das so dem Rachen runtergeht, den Tabak halt ausspucken. Ja, ich habe eigentlich relativ schnell dann auch was gemerkt. Also ich finde, mein Kopf hat sich irgendwie anders angefühlt. Also, weiß nicht, mein Kopfgefühl wurde anders. Ich werde es beschreiben. Ich finde auch allgemein, dass der Kopf irgendwie so ein Tick leiser irgendwie war. Also, ja, auch so ein bisschen aufs Ego bezogen. Ja, und dann sind wir halt eben rausgegangen. Ja, laufen gerade eben jetzt durch die Natur ein bisschen. Ich habe dann vorhin auch so rumgeschaut und weiß nicht, es war einfach so schön, so die Natur zu betrachten. Ja, also das war jetzt so jetzt mal die erste Erfahrung. Es ist in meinen Augen erstmal so, ja, so ein kleiner Überblick. Aber genaueres kann man natürlich erst sagen, wenn man mehrere Erfahrungen hatte. Ja, also bei der Menge müssen wir natürlich dann auch noch ein bisschen rumprobieren, was da so das Ideale ist.
Mein Freund hat das Ganze bei seiner ersten Ayahuasca-Erfahrung auch schon mal konsumiert und da war das deutlich mehr als das, was ich jetzt heute konsumiert habe. Ja, das Ganze soll zum Beispiel auch richtig schön sein, wenn man meditiert. Also es soll da so unterstützend wirken. Und ja, das Ganze will ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. An sich finde ich es aber auf jeden Fall angenehm, bis auf die ersten paar Sekunden. Und ja, ich denke, ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren.